Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wildstar mit mir, Zavix. Wir befinden uns in der Grube des elenden Zerstörungswahns der Relikte. Und dort werden wir, wie in der letzten Folge, mehr Sachen zerstören. Aber keine großen bösen Wächter, sondern eher hier nur die kleinen. Außerdem haben wir irgendwo ein Quest-Item erhalten. Habe ich zwischen der Aufnahme gemerkt. Und ich habe gemerkt, dass die andere Aufnahme anscheinend total reibungslos weiterlief und ich einfach nur meinen Blackscreen hatte. Deswegen dachte, ob es überhaupt öffnet, aber es ist alles kein Problem anscheinend gewesen. So, da haben wir noch ein eldanisches Glyphenfragment. Das Glyphenfragment scheint Teil einer großen Inschrift zu sein. Es strahlt zu viel Hitze, aber um es genauer unter die Lupe zu nehmen, bewahre es am besten für den ersten erst in deine Tasche auf. Arizons Stärke. Das seltsame Fragment einer eldanischen Glyphe vibriert vor Energie und scheint heller zu leuchten, wenn es in einer bestimmten Richtung gehalten wird, wohin es dich wohl führt. Mal sehen. Okay. Quest-Item führt uns in eine Richtung. Ansonsten ist da alles weit weg und wir können hier Gegner platt machen. Okay. Aber nicht jeden Gegner. Nur die netten Leute hier. Die Diener. Ihr habt da ein paar grüne Sachen um euch rum. Das ist sicher unangenehm. So. Das war das. Energieknoten Gamma. Richtig interessant. So, ein Diener weg. Es gibt ja noch eine andere. Ist das die einzige Quest hier? Geh zur Ausgrabungsstätte 1. Verteidige Vorschrift Kolokiums. Da gehen wir doch mal nach dahin. Das sind sicher auch lauter Diener auf dem Weg. So. Hier sieht's richtig aus. Hallo, Forscher. Endlich! Das Dominion hat uns Verstärkung geschickt. Du sollst nach ihnen sehen. Stell sicher, dass es ihr gut geht. Ich gehe da keine 3 Meter. Okay. Guck ich mal, ob der Forscherin alles gut ist. Hallo? Alles cool? Die Maschinen kehren zurück, um uns zu töten. Steh uns bei, sonst war uns ganze Arbeit hier umsonst. Okay. Wir bekommen Hilfe von einer Magierin. Zermalmt. Oh, so viele Gegner platt gemacht. Oder was? Okay, easy. Easy Wellenrunden. Hallo, werte Dame. Sie haben da kein besonderes Outfit. Die ist ja im Leveln auch meistens nicht ganz so... dass da viele das machen, das Geld und die Zeit auszugeben, sondern die meisten wollen ja eher schnell leveln. Kann ich absolut verstehen. Aber dadurch, dass ich eh ein langsamer Level... Oh, da ist noch ein anderer Spieler. Was ist denn hier los? So viele Spieler hier. Boom. Die macht auch schon Schaden und die ist Level 22. Na denn. Noch mehr Spieler. Noch mehr Spieler. Uiuiuiui, was geht denn hier ab gerade? Ganz viele Spieler. So, die Gegner haben jetzt gerade wirklich keine Chance. Siegreich! Die Wellen abgeschlossen. Ja. Sieht so, ist etwa so aus, als hätten wir Zeit zum Plaudern? Selbst wenn wir hier nicht sterben, wird unsere Expedition garantiert die Finanzierung entzogen. Tja, aber Pleite und am Leben ist wohl immer noch besser als Tod, was? Freut mich, dass Sie in Sicherheit sind und dass Ihnen das sehr wichtig ist. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ist jedenfalls schön, dich wiederzusehen. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Ich glaube nicht. Wir haben die ausgegrabten Artefakte in versiegelte Behälter geparkt. Jemand muss sie auf unser Frachtschiff in die Umlaufbahn teleportieren. Traust du dir das zu? Na klaro. Verschwende nicht noch mehr Zeit. Du musst dich beeilen, sonst holen die eldanischen Konstrukte die Artefakte zurück. Und ich habe hier noch eine weitere Aufgabe für dich. Solange die eldanischen Energieversorgung nicht abgeschalten ist, können wir nicht alles bergen, was wir gerne möchten. Du musst 3 Energieknoten deaktivieren, Alpha, Beta und Gamma. Okay. Deine Arbeit wartet. Viel Glück, du wirst es brauchen. Nee, ich glaube, das kriege ich mit Können auch so hin. So. Dann, finde Alpha-Knoten, Alpha. Alpha-Knoten, Alpha. Mhm. So. Das
Gegner, die bekannt machen, Möhrchen. Easy peasy. Sonde down. Zack, boom. Oh, Alpha in Ausgrabungsstelle, Glücksfall. What? Wer verletzt mich hier? Pfui aus. Will ich nicht. Lasst mich in Ruhe. Da ist der Alpha-Dings. Hallo, Alpha. So, deaktiviert. Nummer 1 ist abgeschlossen. So, dann machen wir mal die Diener hier weg. Sind ja eh super schnell down. Können schon die letzten Diener sein, oder? Yep. Hast du gute Nachrichten? Du hier? Gut, was ist los? Was? Viele Wissenschaftler kommentieren, schade, müssen Angehörige benachrichtigen, jetzt da Identität bekannt sind, vielleicht spenden Angehörige an das Kolloquium. Immer schön die Stränge versiegeln. Spende wird verwendet für mehr Sicherheit, dein Gehalt und so weiter, ja? Ah, okay, finde ich jetzt dann doch ganz gut. So, da kann man ein bisschen was für Relikte aufsammeln. Und ich sehe, könnte machbar sein, dass in dieser heutigen Folge ein Level-Up kommt. Nice. Teleportiere eldanisch versiegelte Artefakte. Ich sehe gerade kein Artefakt. Könnte sein, dass die anderen Spieler die alle auf gerade aufnehmen. Zum Beispiel dort oben. Das könnte sehr gut sein. Da ist ein. Zack, hoch mit dir. So, geht doch. So. Damit auch hoch. Nice. Die machen Damage. So, da bin ich wieder. Da war dann doch ein Telefon. Wo war ich? Ja, genau. Sachen aktivieren. Zum Beispiel Energieknoten Dings Beta. Bipupap. Zack, boom. Easy. So. Das wäre das. Und dann war ich da weitermachen. Muss mich gerade rein. Wieso sind hier gerade tatsächlich in dieser Gegend so viele Spieler? Da bin ich gerade selbst ein bisschen überrascht und schockiert. Finde ich cool. Bin ich aber schockiert. So. Das scheint mir ein Teleporter oder so zu sein. Kann man hoch? Nice. Da kriegt man das Stuff. Wir machen gerade den Gegner platsch. Können wir die nochmal machen lassen? Kann man teleportiert werden? Nee. Okay. Vielleicht kann man später teleportiert werden. So. Aber wir müssen noch den dritten aktivieren. Dem sind wir ja schon mal vorbeigedüst. Der ist nämlich hier. Oh, was bist du denn? Ein danisches Sicherheitsprotokoll. Oh, sieht interessant aus. Und weg. So. Zack, bumm, fertig. Was gibt's Neues, Bürgerin? Sieht es so etwa aus, als hätten wir Zeit zum Plaudern? Gut gemacht, wir haben etwas Glück. Müssten wir alles, was wir von diesem verfluchten Ort brauchen, wegschaffen können, bevor die Konstrukte uns ein Stück reißen. Hoffe ich mal. Nice. Neue Quest. Nicht gut. Nein, nein, gar nicht gut. Ärger braut sich zusammen. Immer braut. Aber Ärger nicht wie Tee. Tee weniger unangenehm. Waffen bereithalten. Alter Administrator, jetzt argumentiert der dänische Marionette. Muss zerstört werden. Gleiches gilt für dänische Prozessorkern. Kaputt machen. Eltern müssen scheitern. Wer ist dieser Administrator? Böse, argumentierter Mensch. Sehr schlau, gibt XT neuen Dienern Befehle. Keine Befehle mehr erlaubt. Tyson muss sterben. Wirst du nicht zum nächsten Administrator ernannt? Nachfolge irrelevant. Nabom hat Tyson nicht absichtlich in die Gegend mit gefährlichen Konstrukten geschickt. Reiner Zufall. Yep. Was ist mit dem Prozessorkern? Prozessorkern kontrolliert Argumentationsprotokolle. Prozessorkern hacken. Dein Argumentationsprotokoll nicht mehr gültig. Ganz wichtig. Ja. Okay. Aufpassen, nicht auf Blut ausrutschen. Tyson war Administrator. Vorsicht, sehr gerissen für dumme Menschen. Ja.
Intrigen sind doch eine sehr gesehene Tätigkeit im Leben des Dominion. Ohne die wäre das Leben ja auch langweilig, ne? Endlich hast du Kontakt mit mir aufgenommen. Die Artefakte, die du auf der Frachtschiff des Kolloquiums in den Umlaufbahn geschafft sind, sind jetzt in Sicherheit. Sie wären zur Untersuchung vorbereitet, hätte ich sie nur begleiten können. Ich bin sicher, dir wird es bald besser gehen. Der Segen von Dominus sei mit dir. Wenn das keine intergalaktische Spitzenleistung war. Bleib in der Nähe. Ich habe das Gefühl, mein Überleben hängt von dir ab. Und wir haben ein Level Up. Yes. Fähigkeitsrang 5. Coolie. Oh, wow. Jetzt können wir die Sachen noch krasser aufbessern. Neuer Dungeon, neues Abenteuer. Wir haben die alten Dungeon, die alten Abenteuer noch gar nicht. Eieiei. Ach, hier. Wir müssen das mal anklicken. Klick, klick, klick. Boop. Geschafft. Nice. Können wir einfach erstmal... Was könnte eine große Aufrüstung... Jeder Treffer gewährt eine Sekunde lang eine Schnelligkeit. Schneller bewegen also. Was gibt's denn noch so für? Volltreffer stellt 5 Arkanen. Durchbricht mehr Schild. Okay. Eine Heilung, nein. Zerstört 2 Unterbrechungsschutz. Okay. Was ist das? Abklingzeit um 3 reduziert. Das kostet 5 Punkte. Ich verstehe. Dann erstmal nicht. Was macht das nochmal? Länger betäuben. Ja. Ups, zurück. Z benutzen. So. Kann ich später immer noch alles umverteilen. Ist ja in dem Spiel ganz easy. So. Wo müssen wir als nächstes hin? Azions Stärke, Verwaltungsfehler. Okay. Dann gucken, gehen wir jetzt mal zur 3. Wo ist denn 3? Ach, andere Richtung. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Dann müssen wir das hoch. Perspektive. Yes, das hat geklappt. Nice. Aber wir müssen nicht ganz hoch. Oh, da können wir was aufsammeln. Glyphenkonsole. Aha. Aktivieren wir die mal. Finde und repariere die Glyphenkonsole. Ach, mit dem Teil, das wir gefunden haben. Jetzt ist das offen. Was passiert da jetzt schon was? Oder passiert da nichts? Ja, anscheinend nicht mehr. Okay. Na gut. Dann gehen wir wieder weiter. Das sind die Diener. Und hier. Dieser Höhle. Ach, da, wo wir auch waren. Ja, Mensch, da hätte man gar nicht so weit gehen müssen. Zuhören, zuhören! Brauche deine Hilfe! Hilfe benötigt! Test von Kolloquium-Technologie abgebrochen, muss fortgesetzt werden, in Höhle zurückgelassen, Kolloquium-Technologie finden und an Konstrukte testen, Konstruktion, Lexion erteilen, yep. Gehen wieder! Gut aufpassen, Technologie noch nicht richtig ausprobiert, Fehlfunktion möglich, Klassiker! Okay. Test zurückgelassen, Helogien, Kolloquium. Oh. Okay. An die hier testen zum Beispiel. Mit T. Oh, es hat geklappt. Ihr gehört uns. Das Mandat verlangt deine Terminierung. Nice. Er hilft uns. Das ist krass. Das ist zerstörerisch. Können wir noch einen anderen? Komm auf unsere Seite! Nee, hat nicht funktioniert. Man kann ja nicht immer Glück haben. Aber durch unseren Kumpel, der jetzt abgehauen ist. Naja, beim dritten Mal, wie sieht's da aus? Glück oder Pech? Pech.
auf dich gewartet. Bericht sofort. Oh, du gehört doch uns. Zahnart und Dichtung noch eins. Daten von Technologie gesammelt und ausgewertet. Kolloquium braucht bessere Verteidigung gegen aktive Konstrukte. Hilft in Zukunft. Das will ich doch stark hoffen. Sei vorsichtig und nicht vergessen, Strahlenkanone. Weg mit dir, vielleicht sieht man sich ja später. Schaui. Okay, das war das. Nun? Ach, da ist Tyson. Hello, Tyson Boy. Dich ist... Hauen wir jetzt weg. Die permanente Parameter schließen deine Anwesenheit nicht mit ein. Bip, boop. Ich bin aber gleich down. Schaui. Fahre herunter. Tja. Der war nicht wirklich stark. Das war Tyson. Reise zum mysteriösen Portal. Sprich mit Major. Hacke den Prozessor kennen. Genau. War ja nicht nur noch was anderes. Den Prozessor kann noch hacken. So. Weg mit euch. Oh, gibt's ein Büchlein. Ein Administrator Tysons Logbuch. Ja. Tag 002 der Expedition. Es hat sich herausgestellt, dass diese Anlage sogar noch für meine Kammer noch ausgedehnter ist, als ich ursprünglich gehofft hatte. Das wird für meine Kameraden bei den Verbanden ein ziemlicher Segen sein, da bin ich mir sicher. Als ich das Dominion verließ, um mich ihrer Sache anzuschließen, zögerte ich. Ich vermute, dass sie von mir nur die Geheimnisse des Kolloquiums erfahren wollten. Ein Verdacht, der sich aus den Jahren im Dienste des Lakaien des Kaisers heraus nähert. Aber nach den Gräueltaten, die ich in Aboria mit ansehen musste, hatte ich genug. Jetzt nennen sie mich einen Verbannten. Und das bin ich auch. Vielleicht können die Schätze dieser Anlage meine Loyalität eher unter Beweis stellen, als es schlichte Worte alleine konnten. War das ein Verräter? Expeditionstag 005. Ein Wissenschaftler lebt für Entdeckungen wie diese. Heute fand mein Team eine wahrlich wundersame meldanische Maschine. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie sie funktioniert, aber sie diente offenbar einem einfachen Zweck. Die technologische Modifikation... Und, was noch viel wichtiger ist, die Verbesserung lebendiger Wesen. Wenn wir solch eine Maschine nach Tide oder sogar auf die Hazardeur bringen können, könnten diese Technologie, die Verbannten selbst in eine wahre galaktische Macht verwandeln. Das Dominion hätte gegen uns keine Chance. Expeditionstag 008. Abschlussbericht. Ich habe den wahren Weg erkannt, der vor uns liegt. Es ist nicht der Weg des Kaisers und auch nicht der Weg der Verbannten. Ich weiß, was ich jetzt tun muss. Ich weiß, wer jetzt sterben muss. Und das wird auch geschehen. Dies soll der letzte Eintrag im Bericht für diese Expedition sein. Wer auch immer dieses findet und liest, soll eins wissen. Du wirst das Schicksal aller anderen teilen, die diesen Ort betreten haben. Der Wille der alten Meister dieses Orts dulden keine Widerspruch. Ja, er hat ein paar Mal Seiten gewechselt. Und nun ist er tot. Wurde halt verwandelt als Maschine. Das war heiß. So, da ist das Dingsy. Das machen wir noch. Denke ich. Geht das schnell. Adina wegmachen. Ist easy. Oh, ich habe die Sonde ganz vergessen. Sorry, Sonde. Nice. Es scheint, als würden meine kürzlichen Änderungen an den omniplasmatischen Naniten nicht gut aufgenommen. Die Verstärkung der Aggressionsprotokolle führte zu einem exponentiellen Anstieg des feindseligen Verhaltens. Ich persönlich betrachte dies ja als Verbesserung, aber der Archon war nicht gerade amüsiert, als eines der verbesserten Testobjekte ihn angriff. Kurzsichtiger Trottel. Er befahl, die Einrichtung für alle Zeit zu versiegeln. Ah, da war dieser Elder nicht ganz zufrieden. Und das wurde aufgebrannt. Die haben das dann entdeckt, dieses Systemding, und haben sich dann verwandelt. So, und jetzt deaktivieren wir es. Tschüssi. Das geht kaputt.
Nice. So. Somit ist das gemeistert. Wir können uns zurück teleportieren. Ja, yeah, zurück teleportieren. Schuppiduppi. Doppel, ja. Zack. Erinnerst mich an jemanden? Hoffentlich an denjenigen, der seinen Fixpunkt hier gesetzt hat. Na, ich denke schon. So. Und ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge von Whiteside. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet in der nächsten Folge ein. Und dann sehen wir, was die Eltern uns noch mehr bereitgestellt hatten für spannende Abenteuer und Entdeckungen. Ich bin schon sehr gespannt. Alles klar. Ich bin Zavex und das war Whiteside und ich bin dann raus. Tschüssikowski. Ciao.